Ja, ein Wort zu Information und Intuition. Wir haben jetzt hier also wieder in mehreren Schritten und Aufstellungen gesehen, wie wichtig beides zusammenhängt. Also auf der einen Seite haben wir unsere Information, das kann herrühren von Familienalben, von offiziellen Dokumenten, Stammbäumen, Geburtsurkunden und dergleichen. Und wir haben unsere Intuition. Also hier dient die Familienaufstellung auch zur natürlich zur Schärfung und Verbesserung unserer Wahrnehmung und auch dazu, weitere Informationen zu erhalten über dieses Feld, über dieses Familiensystem, in dem wir uns jeweils bewegen. Man könnte also sagen, dass damit auch in gewisser Weise die weißen Flecken im Familienstammbaum ausgefüllt werden. Also es geht immer auch um die Beziehung zwischen den Menschen, also letztendlich auch um die Liebe in der Familie, in den Generationen. Und so erhalten wir ein noch reichhaltigeres Bild, ein vollständigeres Bild über das, was war und auch über den Hergang der Familie und auch über die Entwicklung über längere Zeitabräume, die wir so erfahren können. Also das wollte ich noch nachreichen. In diesem Sinne steht die Familienaufstellung und auch Organisationsaufstellung, wenn es auch hier Familienorganisationen, Familienbetriebe, Unternehmen betrifft, auch in einem besonderen Dienst, eben genau diese Entwicklungen und diese Zusammenhänge entsprechend aufzuzeigen und für uns Informationen zu liefern, die für unser Hier und Jetzt relevant und von Bedeutung sind.